Heute genießen wir auf Sylt. Am Arsch. Zack, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir mal gemeinsam eine Reise. Und zwar auf die schöne Insel Sylt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob sie schön ist, weil ich war selber noch nie da. Aber ich habe schon vieles gehört. Vor allen Dingen habe ich vieles gehört von dieser Bude Sansibar. Das ist so eine Promi-Bretterbude direkt dort am Strand. Und dort kann man, auch angeblich, weil wie gesagt, ich war nicht da, richtig gut essen. Im Hintergrund seht ihr die Sansibar. Ja? Sansibar im Sinne von Bar, wo man noch was essen kann. Und ich habe mir hier auf meinem Handy mal die Tageskarte runtergeladen. Und dort gibt es eine Currywurst. Die Currywurst mit Sansibars Currysoße. Pommes oder Bratkartoffeln für schmale 15 Euro. Das muss ja eine richtig gute Bratwurst sein. Hä? Vor allen Dingen die Soße soll mega berühmt sein. Ganz YouTube, warte mal hier so, ich scroll mal so mit. Ganz YouTube ist voll mit Rezepten. Und auch bei mir steht dieses Rezept oder lag dieses Rezept schon ganz, ganz lange in der Schublade. Warte, wer es nicht glaubt, hier, Zettel. Haben sie schön beschrieben, ich mache aber auch einen Link drunter, ne? Wie man die Soße macht. Also hier, Zutaten für die Soße. Ach, Butter, Zwiebelwürfel. Zucker, das Original Sansibar Currypulver. Man braucht Dosentomaten, Tomatenketchup, Essiggurken, Sambar Oleg. Ach, das Original Sansibar Salz, eine kräftige Fleischbrühe, Essig. Das Ganze wird verarbeitet zu der angeblich besten Currywurstsoße Sylt. Aber irgendwann habe ich das Rezept liegen gelassen, weil es haben schon so viele gemacht, habt ihr gesehen? Weg damit. Dass ich es einfach verworfen habe. Und was müssen meine Augen jetzt plötzlich sehen? Hier, unbezahlte Werbung, wobei, warten wir mal ab, ob es Werbung wird. Bei Lidl, warte, da, Sansibar. Die Original-Currywurstsoße. Und Sansibar-Wurst. Ja, das testen wir doch mal. So, einmal mein Einkaufskorb. Frisch vom Lidl geholt. Hier. Da hatte ich am meisten Bock drauf und es hat mich am meisten neugierig gemacht. Die Currywurstsoße und dazu gegriffen natürlich auch die Deluxe Sansibar Sylt Currywurst. Nordsee Currywurst und Insel Currywurst. Außerdem noch hier das Original Sylt Sansibar Sylt Currypulver. Ah, das ist schon doll, ne? Das ist schon doll, wenn so ein Gastronom seine Originalrezepte hergibt. Dass man das so original essen kann wie möglich. So als würde ich, kriege ich das hin, so trecktechnisch, oh, quasi hier so hinter mir jetzt so oh, Syltwellen oder Gras. Ah, ja, als würde ich quasi da stehen und mir jetzt da so eine Currywurst mit original Sansibar Currysoße machen. Ich habe nur so ein paar Zweifel bekommen, als ich auf dem Weg zur Kasse mir die Zutaten angeschaut habe. So, ich weiß nicht, ob ihr es seht, deswegen halte ich es mal hier so hin, was in der Soße drin ist. Nämlich da, Zutaten. Tomatenmark, dann Tomatenwürfel, Zucker, Branntweinessig, Zwiebeln, Rapsöl, ah, ihr seht es ja selber, ne? Da, Gurkenwürfel, ich lese es durchs Display, Mango-Chutney, ach, Gewürze, Mango, Speise, aber Moment. Das ist ja irgendwie, warte, ich habe hier nochmal die Zutaten, ich blende sie euch da nochmal ein, von der Original-Webseite, Link drunter, der Sansibar, da ist doch drin Butter, Zwiebelwürfel heißt es, Zucker, Currypulver, stückige Tomaten, Essiggurken, Sambar Oleg, Salz, Fleischbrühe und Obstessig. Ich gucke nochmal auf die Soße. Hier nochmal die Soße und ich gucke nochmal drauf. Also ich lese, von Sambar Oleg sehe ich nichts. Jalapeno-Würfel stattdessen. Und irgendwie Apfelpüree war doch jetzt gerade im Rezept auch nicht. Das ist doch eine ganz andere Soße. Habe ich im Internet mal ein bisschen geguckt. Hier liegen meine ganzen Recherchezettel. Also hier nochmal das Rezept, ne, wie von der Webseite. Wie gesagt, Links findet ihr alle unten. Hier der Sansibar-Shop und der verkauft eine Soße, die zumindest genau die gleichen Inhaltsstoffe hat wie die von Lidl. Inverkehrbringer ist hier die Karl Kühne KG. Karl Kühne kennt man, ne? Kühne-Senf und so. Ich habe dann aber noch was gefunden. Auf einer anderen Seite. Sültiges von Sylt.
Auch da, Link unten. Da gibt es auch die Sansibar-Currysoße. Currywurst-Soße, Sansibar-Logo. Heißt auch hier Sansibar-Currywurst-Soße. Schauen wir uns einmal auf die Zutaten. Gemüse, Gurke, Zwiebel, Wasser, Tomatenmark, Branntweinessig, Apfelmark, Blütenhonig. Hä? Das ist schon wieder was ganz anderes. Hersteller ist Feinkost Menzi aus Versmold. Jetzt habe ich also ein Original-Soßenrezept von der Webseite, das auch alle YouTuber und Co. nachgemacht haben. Und eine Soße von Kühne, die es bei sansibar.de zu kaufen gibt. Eine Soße von Feinkost Menzi, die es auf Sültiges von Sylt zu kaufen gibt. Aber alle unter dem Label Sansibar. Und die Soße von Lidl, die wird verkauft von der Gritto GmbH. Das ist ja schon der dritte Name jetzt. Wobei, ein Blick ins Internet zeigt, die Gritto GmbH gehört der Karl Kühne KG. Wurde also irgendwann mal gekauft und mein ganzer Papierzettelkram zeigt... Ich weiß immer noch nicht so wirklich, ob ich da wirklich eine Original-Sansibar-Soße habe. Das einzige Originale daran ist das verkaufte Label. Aber vielleicht schmeckt sie ja, vielleicht schmeckt sie ja. Nur, Achtung nochmal der Trick, so hinter den Dünen stehen oder an den Dünen und die Original-Sansibar-Soße esst, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ne, es ist dann doch nicht. Ha, den ganzen Zettelkrams habe ich erstmal da hinten hingetan. Von den Soßen. Kann ich ja gar nicht gebrauchen. Ich muss damit leben, was ich jetzt habe. Die Wurst. Kommen wir zur Wurst. Hier nochmal das Originalrezept von der Webseite. Soße brauchen wir nicht. Wir brauchen des Weiteren 4 Currywürstchen. Na, ich habe 3. Und ich habe sogar 6. Ohne Haut vom Hausmetzger. Ohne Haut? Ohne Haut. Hier haben wir ja eine essbare Hülle aus Rinderkollagen. In beiden Fällen übrigens. Das ist im weitesten Sinne ohne Haut, auch wenn ich glaube, dass hier eine Currywurst ohne Darm gemeint ist. Aber komm, wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Hausmetzger steht ja auch noch drin. Wo kommen die Würste denn her? Ich stelle mir das jetzt ja so vor, da in Sylt, da gibt es dann so eine Hausmetzgerei. Gott sei Dank hat Lidl hier so einen QR-Code drauf gepresst. Da kann man jetzt herausfinden, wo die Wurst herkommt. Machen wir das doch mal. Beziehungsweise, das habe ich schon vorbereitet. Die Wurst, da, Currywurst, Nordsee-Currywurst ist die hier. Ich habe aber beide gescannt, kommt das gleiche Ergebnis raus. Kommt von der Kamsen GmbH. Und die Kamsen GmbH, die sitzt in Kloppenburg. Das hier, das ist Google Maps. Ja, das ist auch original die Kamsen GmbH. Jetzt scrollen wir mal raus, wie nah wir an der Nordsee sind. Warte. Da ist die Nordsee. Und das sind ausgemessene, 62 Kilometer. Wenn ich die äußerste Spitze des Jadebusens, ja, so heißt der wirklich, nehme, die Nordsee selber, die obere Küste hier ist sogar noch weiter weg, damit ist Holland näher dran an der Kamsen GmbH als an der Nordsee. Also deswegen heißt das schon mal nicht Nordsee-Wurst, Nordsee-Currywurst und Insel-Currywurst auch nicht, weil von der Insel ist es ja noch viel weiter weg. Also unsere Nordsee-Currywurst, also Insel-Currywurst, wird mitten in Niedersachsen gemacht. Vielleicht ja nach dem Geheimrezept von der Sansibar aus Sylt. Aber warum heißt sie denn dann jetzt zum Beispiel Nordsee-Currywurst? Warte. Vielleicht wegen dem Meersalz? Wegen Meersalz aus der Nordsee. Also ich habe ein bisschen gegoogelt. In der Tat gibt es eine Manufaktur, die sogar vor Sylt Meersalz ja, raffineriert. Unter einem riesen technischen Aufwand. Deswegen kostet das Meersalz auch 12,90 Euro für 125 Gramm. Also das Kilo über 100 Euro. Nee, das ist kein Nordseemeersalz. Aber warum heißt das dann Inselbratwurst? Warte. Entschuldigung, es heißt Insel. Currywurst. Ah, wegen dem Trüffelgeschmack. Trüffelgeschmack. So, Sansibar, die Bretterbude für Promis und das hier die Insel. Dort liegt übrigens
die Sansibar, so ungefähr. Naja, und auf einer Promi-Insel und einer Promi-Bretterbude, da futtert man ja die ganze Zeit nur Trüffel. Ist ja klar, deswegen ist das wohl die Inselwurst. Wir können zusammen die Liste hier nochmal fünfmal durchlesen. Echten Trüffel wirst du da drin nicht finden. Kann auch gar nicht bei 2,99. Ist nicht machbar. Ist künstlich hergestellt. Übrigens wisst ihr, wie künstlicher Trüffelgeschmack hergestellt wird? Ja, das ist alles so eine Abfallproduktion oder ein Abfallprodukt aus der Gasproduktion. Ja, wird hauptsächlich mit so Schwefeldioxiden oder Schwefelstoffen gearbeitet. Ich habe mal gelesen, du könntest genauso gut Knoblauch in Diesel einlegen und das dann, die Flüssigkeit daraus dann verarbeiten zu künstlichem Trüffelaroma. Aber das ist, so weit will ich gar nicht gehen. Wir werden das jetzt probieren. Auch wenn das mit der Sansibar so viel zu tun hat, wie ich mit einem schlanken Menschen. Naja, aber ich könnte zumindest irgendwann nochmal schlank werden. Diese Wurst wird nie eine Sansibar-Wurst und die Soße auch nicht. Ach komm, wir probieren jetzt. Und dafür habe ich hier die Wurst und hier meinen Wurster. So, erste Wurst rein. Auf die rechte Seite kommt die Trüffelwurst rein. Und jetzt, ups, kurz aufheizen und dann 4 Minuten 30. Alle, die jetzt sagen, was ist das denn? Das ist der Wurster. Und den Link dazu gibt es auch darunter. Falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, absolute Kaufempfehlung. Und das auch völlig unentgeltlich. Ich kriege kein Geld für. Naja, ein bisschen schon, wenn ihr was über den Link kauft. Dann kriege ich doch da Geld für. Deswegen auch Kurzwerbung. So, und jetzt wieder weg. Bups, fertig. Hier kommt die Wurst raus. So, die Nordseewurst. Und hier einmal die Trüffelwurst. Also eins muss man ganz klar sagen. Der Wurster macht immer gute Ergebnisse. Ist jetzt aber keine Werbung mehr. Das war jetzt Überzeugung. So, ich schneide mir mal so ein Stück hier von der Nordseewurst runter. Lassen wir auf der Seite und von der Trüffelwurst auch. Na, bleib auf deiner Seite. So, wollen wir mal probieren hier. So. Ist eine grundsolide Bratwurst, ne? Schmecke ich da jetzt Meersalz oder Sylt? Natürlich nicht. Aber Trüffel. Vielleicht schmecke ich ja zumindest Chemietrüffel. Ja, da ist irgendwas an Geschmack, was ich von Trüffelöl kenne. Weil ich muss auch zugeben, ich habe noch nie richtigen Trüffel gegessen. Wahrscheinlich wie die meisten von euch. Währenddessen habe ich mir auch in der Mikrowelle die Soße warm gemacht. Oh, warte, die muss ich abschalten. Heiß. Oh. Um auch die mal zu probieren. Und die sieht schon sehr, die ist schon sehr massiv. Das ist schon fast relish-artig durch das ganze Gemüse, was da drin ist. Ist gar nicht so heiß wie die Schüssel. Das ist, guter Trick. Hier. Das ist wirklich, das ist lecker. Hat das was mit einer klassischen Currywurstsoße zu tun? Nö, aber das finde ich, ja, das finde ich okay. Das finde ich echt okay. Machen wir uns jetzt mal eine Currywurst. Aus allen ruhig. Porzellanschälchen. Porzellanschälchen, weil dann sind wir zumindest so halbwegs auf der Sansibar auf Sylt. Auf Sylt, so heißt es, ne? So, Soße drauf. Und ihr seht schon, obwohl die warm ist, die läuft jetzt nicht richtig, ne? So. Und was ihr auch seht, das war ein ganzes Glas. Und bei zwei Würsten und ordentlich Currysoße war es dann auch, ne? Das war es dann auch für 1,99. Ich habe meine Frau gerade probieren lassen. Und die hat vollkommen recht, die hat was gesagt. Das erinnert so ein bisschen an, Achtung, ich sage das böse Wort, Zigeunersoße. Also Soße, Paprika, ungarischer Art. Das stimmt, nur ein bisschen currylastiger, aber das trifft es ziemlich genau. Also wenn ihr wissen wollt, wie das schmeckt. Jetzt noch was davon drauf hier. Curry Annapurna. Oh, klingt das toll, ne? Nur so ein bisschen hier drauf. Zack, 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 zack.
Oh, riecht nach Curry. Kann ich nicht viel zu sagen, außer macht gelbe Finger und riecht nach Curry. So. Essen wie auf Sylt. Eine Currywurst an der Sansibar. Und ich habe es ja eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Schmeckt wie eine Bratwurst mit Zigeunersoße und Curry im Dorfimbiss. Nicht schlecht. Nee, nicht falsch verstehen. Nee. Also da habe ich schon deutlich schlechter Currywurst gegessen. Ihr erinnert euch an die Höhle der Löwen und diese komische Wurst aus dem Glas. Das hier, das schmeckt. Hat nur überhaupt nichts. Entschuldigung. Hat nur überhaupt nichts mit Sylt zu tun. Aber ist lecker. Ist lecker. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen, feinen Currywurst-Sansibar-Test-Video. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da. Einen wohlwollenden Kommentar in den Kommentarleisten. Und ein Abo auf holt euch eine normale Currywurst mit einer guten Currysoße. Ehrenbasis. Tschüss, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Und ja, ich weiß natürlich, dass hier Kollege, wo ist er denn? Sansibar seinen Namen verkauft, ja, und damit quasi ja Lizenzartikel vertreibt. Ich wollte es in diesem Video nur noch mal deutlich machen, dass nicht alles so ist, wie es draufsteht. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.